Also ich bin Anna Sophie Hartmann. Ich komme aus Berlin, ursprünglich aus Dänemark und bin mit der Giraffe hier. Worum geht es in deinem Film Die Giraffe? Geht es um Tiere? Nein, es geht nicht um Giraffen oder Tieren. Es geht um ein Tunnelprojekt zwischen Dänemark und Deutschland, wo eine Ethnologin die Häuser, die expropriiert oder die enteignet worden sind, dokumentiert und dadurch auch oder in Züge dessen auch einen jungen Mann kennenlernt und andere Leute kennenlernt. Und es baut sich so eine Porträt von der Insel von Lolland auf. Wie bist du zu dieser Idee, zu diesem Projekt, zu diesem Film gekommen? Ich habe über diesen Tunnel gelesen, also ich komme von dort auf Lolland in Dänemark, wo der Film gedreht ist, und fand es sozusagen spannend, was das für Implikationen oder sozusagen das ist wie so eine Materialisierung von einer globalen Wirtschaft, die sozusagen da sich anbahnt, und habe das sozusagen als Rahmenerzählung benutzt, um über Vergänglichkeit und über in welche Welt wir gerade leben zu erzählen, also sozusagen so eine Momentaufnahme und über Erinnerungen, über Geschichten, also ich versuche es manchmal so als einen vertikalen Film zu erklären, weil das so, also es passiert sehr viel auf einmal. Und was hat sich bei dieser ganzen Filmarbeit als besonders interessant, spannend oder auch herausfordernd dargestellt? Ich habe sehr viel mit Laien gearbeitet, also nicht professionellen Darstellern. Und das war zum einen, das habe ich auch in meinem ersten Film gemacht, und es ist immer wahnsinnig spannend, zum einen Leute kennenzulernen. Es gibt Bauern, es gibt polnische Bauarbeiter, und es war extrem toll, auch die, also zum einen war es eine große Herausforderung, mit denen zu arbeiten. Und sozusagen die, weil es auch so viele waren und man hat am Drehtag selber war sozusagen sehr wenig Zeit. Also so, und das heißt, die ganze Arbeit war im Voraus, und das war extrem toll einfach. Also es ist ja einfach toll, Leute kennenzulernen, an Leute näher ranzukommen, die man, Leute, die ich, wie gesagt, ich komme von dort, aber mit denen ich gar nicht in Berührung war, als ich da gewohnt habe. Und wie haben die dich aufgenommen? Ich meine, da nähert sich jemand mit der Kamera oder ihr filmt da. Wie bist du da aufgenommen worden? Naja, das geht ja erstmal nicht mit einer Kamera hin, sondern man ruft jemanden an und sagt, hey, ich bin so und so und ich mache gerade einen Film oder ich habe ein Filmprojekt und hättest du Lust, vielleicht dich zu treffen? Wir haben Castings gehabt, wo Leute sozusagen zu uns gekommen sind. Und das ist dann, erstmal sind Leute sehr interessiert und wahnsinnig hilfreich. Also auch sozusagen, wir hatten vor dort im Ort, also sozusagen Leute vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera, die uns geholfen haben. Also extrem warm aufgenommen worden. Da sind wir schon gleich bei den Reaktionen auf deinen Film. Ich nehme an, du hast ihn schon zeigen können. Wie kommt diese Studie an? Also wir hatten in Locarno dieses Jahr in August Premiere, der kam sehr gut an. Wir hatten vor einer Woche oder sowas ähnliches dort auf Lolland Premiere, und das war sehr spannend, wo sozusagen die ganzen Darsteller auch mit dabei waren. Und es hat eine, sozusagen, ich war in ziemlich viele Orten schon gefühlt mit dem Film, und dort den Film zu zeigen, wo der gedreht war, hat dann auch so eine ganz andere Perspektive. Es ist sehr spannend, da zu sitzen, und zum einen die Leute, die keine Erfahrung mit Film haben, die sich selber sehen, und man spürt ja irgendwie so eine Stimmung im Saal. Und es war total toll einfach. Ja. Und warum war es dir wichtig, diese Geschichte überhaupt zu erzählen? Ich meine, das ist ein lokales Ding, dieser Tunnel zwischen Dänemark und Deutschland. Wie ordnest du das größer ein, oder wo war für dich die Motivation? Wie ich am Anfang gesagt habe, es ist sozusagen, dieser Tunnel ist, ist wie so eine Materialisierung von der globalen Wirtschaft. Das heißt, also dieser Tunnel wird ja gebaut, damit Güter von Malmö, also vom sozusagen Skandinavien nach Hamburg oder von Hamburg nach Skandinavien getragen werden können. Und dieser Ort oder diese Gegend ist sozusagen, was man in Deutschland so strukturschwach nennt. Und das heißt, das ist ja überall in Deutschland, in Dänemark, in Westeuropa. Und es ist sozusagen, wie heißt es, es ist wie so eine Bestandaufnahme auch von Europa. Also von so, wo da, ich habe gerade einen sehr spannenden Artikel gelesen, wo es auch darum geht, dass in Italien, also dass die großen, also in Europa die großen Metropolen sind sozusagen jetzt die starken Wirtschaftszentren, und alles andere wird
hängst so hinterher. Und das ist sozusagen die Tendenz, ist nur steigend. Also ich meine, das weiß man ja auch schon seit Ewigkeiten. Aber wie groß dieses Gefälle eigentlich ist. Und ich finde es halt spannend auch sozusagen, also das war sozusagen der Grund, warum es dort ist. Und dann hat mich sehr lange auch interessiert, worüber ich gar nicht gesprochen habe. Zugehörigkeit, wo gehöre ich hin, was ist zu Hause? Die Häuser, die da abgerissen werden, waren das Zuhause von jemandem. Das heißt, es ist ein Weg, um über Themen, die mir nah sind. Ich bin Dänin, wohne in Deutschland seit viele Jahren jetzt. Und was bedeutet sozusagen das, wenn man sozusagen Identität, wo die Polen, die sozusagen die Bauarbeiter, die dort arbeiten, die können nicht in Polen bleiben, oder die arbeiten halt in Dänemark, weil man da besser Löhne kriegt und so weiter und so fort. Also das hat was mit Europa heute zu tun einfach. Und halt diesen größeren, oder was ist größer, diesen eher dann abstrakteren Themen von Zugehörigkeit, Vergänglichkeit, was passiert, wenn Sachen verschwinden, was sind die Geschichten, die wir uns erzählen, wie erinnert man Sachen und so weiter. Und jetzt bist du ja nominiert für den Publikumspreis der Heinrich, aber auch für den Volkswagen Financial Services Preis. Bist du gespannt auf die Reaktion hier in Braunschweig? Also ich war mit meinem, immer. Ich war auch mit meinem ersten Film Limbo, also meinem ersten Langfilm Limbo hier in Braunschweig. Und ich fand schon damals so total toll, was für ein interessiertes, engagiertes Publikum. Und ich sage es nicht nur, weil ich hier bin. Auch gestern war da erste Vorführung und es ist ein sehr interessiertes und unscheues Publikum. Und es ist wahnsinnig schön, weil jetzt bin ich halt aus Berlin und es ist nicht so eine weite Reise, aber es gibt auch andere Festivals, wo ich stundenlang oder also tausende Kilometer fahre und dann gibt es irgendwie ein scheues Publikum. Und es ist total schön als Filmemacherin, mit einem Film, den Film zu präsentieren und wirklich auch in Dialog zu kommen und die Interesse zu spüren. Und mit den Preisen ist es natürlich sehr schön und ich freue mich sehr, die Nominierung. Ich habe keine große Hoffnung auf den Preis. Der Film spaltet sehr oft. Aber ich bin natürlich, ich bin sehr, sehr beehrt über die Nominierung. Und wie geht's weiter? Hast du weitere Projekte, die kommen? Kann man Giraffe demnächst überall sehen in Deutschland? Ja, ich glaube, irgendwann im neuen Jahr kommt er dann ins Kino. Also so wie Programmkinos wahrscheinlich. Also genau, aber wahrscheinlich auch hier in Braunschweig. Auf jeden Fall kommt er irgendwann ins Kino und ich hoffe auch hier in Braunschweig. Ihr habt ja auch das Universum, das Kino. Genau, und darauf freue ich mich auch. Und arbeitest du schon an neuen Projekten? Ich fange langsam an. Also der Film hat jetzt 4 Jahre gedauert und es war eine sehr intensive Arbeitsphase. Und ich fange langsam, ich kann noch nicht drüber sprechen einfach. Also es ist so lose, dass ich das noch nicht erzählen kann. Dann wünschen wir dir ganz, ganz, ganz viel Spaß hier bei unserem Festival, dass du es weiterhin so genießt. Ein schönes Q&A mit unserem sehr interessierten und auch sehr kritischen Publikum. Und ja, genieß es hier. Vielen Dank, dass du hier dabei warst. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank.